Thank you, Captain. What the? Papa, was machst denn da? Du kannst ja nicht am Klo schlafen erst. Ah, leg dich recht schon nieder. Sei leise. Es ist schon 7 in der Früh. Los, ab und geh ins Bett. Da hätt's mir aber gleich im Heim auch lassen können. Papa, du warst noch nie in einem Heim. Ja, aber ich fahr ganz auf, mein lieber Freund. Komm, geh weg. Bitte, du blickst dir alle auf. Geh weg, du musst aufs Klo, geh weg. Guten Morgen, Herr Neugebauer. Guten Morgen, Frau Müller. Edwin? Ach, so ein Scheiß! Guten Morgen zu München, Herr Neugebauer. Grüß Sie. Natürlich. Guten Morgen zu wünschen, Herr Schweinbach. Gut. Gemischer, jetzt hör endlich auf mit dem Blödsinn. Tu endlich den Willi vom Tisch. Komm, ja, gut. Sag mal, hörst du schlecht? Ja, nein, ich hör's eh, Trudel, ich hör's eh. Willi. Geh, Edwin, jetzt sag doch einmal was. Hörst du nicht, was deine Mutter sagt? Ja. Sag nicht immer ja, hörst, ich hab heute eh schon genug von dir. Ja. Mama, der Papa. Was ist denn schon wieder? Nix. Blumenerzeuger müssten wir sein, das Wochenende. Die verdienen sich wieder dumm und dämlich. Ist da ewig schade drum, die gehen doch eh klein. Außerdem habe ich nicht so eine rechte Freude damit. Kriegst heuer eh keine. Muttertag ist eh für den Hugo, bitte. Du pass einmal auf, ja? Per Hugo sind wir zwei noch lange nicht.
Und schau, dass du endlich fertig wirst mit Essen. Ja. Ist nicht ja! Jetzt gibt's den Toyota Carina Liftback, 16V-Magermotor. Da ist alles dabei. Alles elektrisch verstellbar. Bitte, und der kostet einen Nepp? Edwin? Na da, 249.096. Bitte, heißt, da müsst mir ein paar Haare zuschlagen. Edwin, ich glaube, wir haben das längst besprochen. Wir brauchen neue Möbel. Aber mein Lone Ranger Citybiker ist schon, Mama, gell? Ja, na sicher. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich schon den sauteuren Computer nicht gekriegt. Du, pass mal auf. Zuerst wird er mal anständig gewohnt und dann wird er gefahren. Bitte, ich hab's gesagt, die Wohnung wird erst dann hergekriegt, wenn der Opa im Heim ist. Der Opa kommt in kein Heim, Mischa. Werden wir noch sehen, wer am Ringer noch sitzt, das sag ich doch. Das werden wir noch sehen. Dann machen wir heute halt einen Winterurlaub in Kenia. Super, sicher. Nach Kenia, ja, und im Sommer dann nach Spitzbergen. Und, warum nicht? Das war wenigstens einmal was. Andere Leute machen das auch, oder? Wo ist denn Brettner Siedlung, Birlinger Morgen? Ja, ich bin der Spinner. Wer? Wie bitte? Morgen! Na, Waldmeister, gibt's eine neue Bestzeit? Nein, leider. Ich glaube, ich beim Kinderspiel bleib total verbremst. Ja. Blöde Geschichte! Ja! Postamt! Na, freilich können Sie beim Spind nicht zahlen. Ja, na bitte. Wiederhören! Grüß Gott. Ich krieg 1 Kilo Faschiertes, bitte, aber dünn aufgeschnitten. Wollen Sie es in ein Semmel? Ja, aber ohne Knochen, bitte. Ui, Knochen sind halt leider aus. Naja, ich komm morgen wieder, ja? Warte, nimm's schon. Aus dem Brettner Siedlung. Ich möchte was spenden, ja. Meine Sparbücher, bitte sehr. Oh, ich höre sie ja nicht. Herz. Wir sehen auch dauernd reden, Herz. Ich komme vorbei. Das, so ist es weg. Musik
Morgen. 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 Wie haben wir es denn heute? Schlecht. Ja, wieso denn? Diese Wagen sind kaputt. Na, Puppi, wie haben wir es? Bitte, Schlechte. Na, die kommen erst. Na, und wer schreibt denn Obst in der Affe? Wir sehen! Zablital! Ja, bitte! Machst mir viele Verpackungen und vergiss es mir nicht auf meinen Obstgarten. Huh, da weiß ich aber nicht, ob ich den auf mein Moped krieg. Wiedersehen! Sag mal, das Backerle hat 3 Kilo. Moment, das ist ja viel zu groß für 3 Kilo. Bitte! Wem gehört der Lastkraftwagen auf meinem Moped? Na, mir. Und? Ja, könnte sie mir bitte herunterholen? Vom Moped? Was? Jetzt gleich? Ja, es wäre nämlich schon relativ dringend, wegen der Spenden ihre fürs AKH. Ich glaube, fast erwartet wer. Der Edwin, geworden hinter der Sparbirke von davor und macht die Bilanz. Ja, mit dem. Das geht ja eh nicht mehr aus. Bingo. Michi, wir müssen gehen. Ja. Was ist jetzt? Mama, ich mag da bleiben, bitte. Ich glaube, ich krieg einen Darmkrebs wie ein Halskatar. Und Rheuma. Ja, sicher. Was ist denn? Nach hinten, weg von der Straße, der Bus kommt gleich. Ja, servus, Heinzi. Du, was machst du um 7? Ja? Geri, geh ruhig bitte, du brauchst nicht mit mir warten, wirklich. Schatzi, jede Sekunde mit dir ist eine kostbare. So, wo waren wir? Ja, du, die alte, die Gerti fährt auf so einen Workshops, ja? 14 Tage. Hallo? Hallo? Ah, es ist auch weg. Schatzi, wirst du mir fehlen? Geri. So, da gibt's jetzt, glaube ich, sicher nichts blöd zum Schauen. Bitte, wenn ihr ein bisschen weiter vorgeht. Quatsch, da gibt's nichts zum Sehen. Weiter vor. Mama, ich mag bei dir bleiben. Mischa, du gehst in die Gruppen und wehe her was. Nur so schauen die bei den Pfadfindern, überlebe ich nicht. Nein. Einen Irre! Moment, bitte, nein, nicht in Ihre. Eine Linke? Ich müsste sie abgeben. Ja, wo ist der? Lass das verkehrt einbauen. Was? Super, gell? Sag mal, spinnst du? Es gibt nichts Ärgeres, als wenn einer sieht, dass du was gesehen hast. Merkt er das? Es gibt Sachen, die hört man nicht, die sieht man nicht und reden tut man schon gar nicht drüber. Ja. Arme Aktivschaum, Hochdruckreinigung mit Fängen Spezial, Unterbodenspülung und Hochglanzpolitur. Ja. Und natürlich Innenreinigung mit Cockpitspray. Das ist eh mit Frieswachs, oder? Na, sowieso. Sogar Kunstharz verstärkt. Und? Was bringen Sie? Nur waschen, bitte. Hinter die gelbe Sicherheitsmarkierung zurücktreten, bitte. Zug fährt ein. Tschüss, mit Rosen. Letzter Rettung, Sitz, letzter Rettung. Hallo Mischa, was ist mit dir los? Sicher nicht gedrängelt. Ja? Ihr seid jetzt wieder ganz brav, ja? Also, ich werde euch jetzt einmal den Neuen vorstellen. Mischa, wenn du bitte aufstehst. Bitte, den können wir da eh sehen. Der Mischa war bisher in der reinen Bubengruppe drüben, hat aber dort ein paar Schwierigkeiten gehabt. Was bitte für Schwierigkeiten? Bubenschwierigkeiten? Wichser.
Da gibt's jetzt, glaube ich, sicher nichts blöd zum Lachen. Und der Mischa, der wird jetzt eine Zeit lang bei uns in der Gruppe bleiben. Ich freue dich nicht, Gebauer. Und der Mischa wird sich bei uns sicher sehr wohlfühlen. So, und jetzt sprechen wir mal über den morgigen, ganz besonderen Tag. Na, was meinst du, wenn wir mal kennen, die schöne Frau? Nichts werden mit der neuen Küche, was? Schaut, da kann er sich auch aufmalen. Los, wenn ich jetzt heimstecken kann. Zu den ganzen alten Trotteln. Aber sicher nicht. Ganz sicher nicht. Opa, deine Sportbierchen. Danke sehr. Danke, herzlich. Jösses, a Carina, a Carina Liftbeck, das gibt's ja nicht. Was sagen Sie? Sportlich, sparsam im Verbrauch, 5,8 Liter mit Magermotor. Hat Ihre auch einen Magermotor? Hallo, was haben wir denn da Schönes? Wenn Sie bitte die Hände wegnehmen. Ich habe was zu besprechen mit Ihnen. Hallo, Schatzeberli. Endlich können wir reden. Ja, aber bitte kurz und schmerzlos, Edwin. Ich bin nämlich ziemlich unter Zeitdruck. Das ist ja super. Was machst du? Psst. Edwin! Edwin! Sag, ist das lustig oder was? Edwin, ich glaube, du bist vollkommen hinüber. Ist aber, du kennst doch den Schwalbach, wenn der es miteinander sieht, was meint die ganze Siedlung? Schatzeberli. Ja, bitte hau mit dem depperten Schatzeberli. Aber am Einkehrwochenende war das Schatzeberli noch sehr angenehm. Ha? Ich kann mich nicht erinnern. Außerdem, das war vor 14 Tagen. Edwin, du kannst doch nicht ernsthaft glauben, dass mit uns zwar irgendwas was passiert. Bist du wahnsinnig? Du Schatz! Jetzt mach dir das vor! Ich wünsch dir, liebe Mutter, den schönsten Segelkutter, das goldene Schloss auf Erden, den Wagen mit den Pferden. Ich wünsch dir neue Schuhe und Kleider in der Truhe. Ich wünsch dir tausend Rosen und viele neue Hosen. Schleich dich! So, Beatrix, komm zu mir, komm. Ich bin voll tot. Kinder, setzt euch nieder. Ihr habt doch sicher schon alle eure Muttertagsgeschenke vorbereitet, ha? Ja, sicher. Ich habe meiner Mutter ein Seidentuch bemalt. Wie du deine Mutti keine Freude mit dir haben, wenn du das Seidentuch bemalst. Dann glaube ich aber, ja, die Michaela wird keine Freude mit dir haben, wenn du daheim nicht rauchst. Und bitte,
Bitte, wer raucht? Da raucht jetzt sicher niemand, Karli. So, und du, Mischa? Was hast du Schönes für deine Mutti? Ich habe was gebastelt. Da gibt's jetzt sicher nichts blöd zum Lachen. Das ist sehr schön. Was denn? Ein elektrisches Küchenmesser. Mischa, das bastelt man sicher nicht. Das kauft man, gell? Nein, ich habe sie umgebaut, damit sie sich elektrisiert abrutscht und den Bauch aufschlitzt. Ich hab noch geschaut. Wieder schauen. Bitte, wieder schauen. Da ist er, Michaela. Drüben. Geschissene. Hey, was ist? Willst du bei unserer Bande dabei sein? Na, sehr brav. Weiter so. Gib ihm. Na gut, dann werden wir die überhauen. He? Na gut, dann schon. Musst aber eine Aufnahmeprüfung machen. Schwer? Nein, leicht. Kennst du Schöbinger, Evelyn? Oh, die Schöbinger, die vom Kirchenchor, weißt du? Schöbinger. Pass auf, bei dir musst du heute am Abend vor der Messe, ja, vor der Kirche, so machen. Nein, ist ja falsch, so. Was hätte das auch gehen? Oh, ja, so geht. Ach so, das. Naja, so kann man es auch machen. Also, heute auf die Nacht. Bei der Schöbinger, ja. Das wird ja nicht wahr sein. Schaut sie, Berli. Wir sollten wieder einmal miteinander nicht wegfahren. Mit der ganzen Familie oder nur mit der Frau Gemahlin? Okay. Auf deiner 60-40, bitte. Bitte jetzt, genau. Danke, sehr fein. Wiedersehen. Wiedersehen. Darf ich Sie ausgreifen? Gestatten übrigens. Hausdetektiv. Legen Sie ab. Aber Herr Übleis. Guten Morgen. Du gehst Platz. Bitte, ich bin der Spender. Es ist schon 12 Uhr, wir haben schon zu. Ja, da haben Sie aber vergessen zum Zusperren. Alles dann, was wollen Sie jetzt? Ich habe angerufen. Ich höre es nämlich nicht. Entschuldigung, haben Sie Musiktelegramme? Nein, leider. Dann müssen Sie sich an den Herrn da hinten wenden. Dem habe ich alles gegeben. Danke, ich nehme jetzt ohne Musik. Junger Mann, ich glaube aber, ich war schon vor Ihnen da. He? Ja, ja, bitte. Also, was ist da jetzt? Ich habe die Sportbücher reinstecken. Tut mir leid, wir sperren jetzt zu, wir müssen am Montag wieder kommen. Moment, kann ich Ihnen behilflich sein? Ja, bitte. Wobei denn? So. Und was ist das? Sie werden doch nicht behaupten, dass das in Ihnen klar gekupft ist. Ich habe Sie seit die Haarfestiger verfolgt. Sie werden ausnahmslos angezeigt. Haberlblock. Bitte, Herr Übleis. Ich schau nur. Bitte gerne. Name. Adresse. Ja. Das geht einmal genau nix so. Mischen Sie sich Ihnen nicht hinein. Entschuldigen Sie, mir ist das alles so schrecklich peinlich. Wirklich, ich mache sowas normalerweise ehrlich nicht. Ja. Es ist nur, bitte sagen Sie mir nicht an, ich bin doch im Pfarrgemeinderat. Todesstrafe für Ladendiebe. Sie, ich habe Sie abgemahnt, weil Sie sich hineingemischt haben. Und jetzt haben Sie sich wieder hineingemischt. Fuhl den nicht auf, Hustenettenbär. Na, das. Ich hab noch geschaut. Bitte gerne. Wiederschauen. Wiederschauen. Jetzt zeige ich Sie an wegen Ehrenbeleidigung. Na, dann machst du mir die Tür auf. Ja, Übles. Sie werden eine abhaseln.
Wir haben's. Bitte. Ach so, Sie haben die Sporbücher. So, bitte sehr. Das möchte ich bitte spenden. Das Ganze? Das sind ja mehr als 500.000. Ja. Dankeschön, wiedersehen. Was? Na, danke. Was? Wie viel? Ja. Passen Sie auf damit den blöden Schlauch. Schauen Sie, Sie können spenden für die Caritas, für den Verein zur Erhaltung des Stephansdoms, für den WWF. Ja, das nehmen wir mal. Für die weltweit notleidenden Tiere. Die brauchen sie am notwendigsten. Gut, die füllen dann gleich deinen Lackschein aus. Ja, Moment einmal. Da brauchen wir vorher schon noch die Losungsworte. Na, wegen mir brauchen wir es nicht. Na, aber wegen mir. Ach so. Da muss ich mir noch was überlegen. Da steht doch eh hinten drin das Losungswort. Na ja, schöner Wohnen. Also wie ist die Summe jetzt? Noch immer ein Wahnsinn. 168.244 Schilling und 40 Groschen. Jo. Hände hoch. Was für eine Waffe! Aber bitte, da keine Waffe. Das ist eine Waffe. Nein, meine Herren, ich muss Sie eines Besseren belehren, aber das ist eine Waffe. Ich schau nicht mehr. Wollen Sie mitpflanzen? Nur dazu in der Mittagspause. Na gut, wir kommen. Im Drogeriemarkt haben sie einen Eisbären erschossen. Na, dann müssen wir aber anzahlen. Sonst brennt mir das Bistro-Menü an. Na ja, Burschen. Ohne mich. Bin seit 2 Minuten dienstfrei und mein Flieger wartet. Da sagen Edwin, jetzt habe ich eine. Die kann es wirklich. Puh, was? Hemden bügeln? Die kann das Kamasutra auswendig. Hast du schon wieder eine Blöde gefunden? So blöd ist die gar nicht. Und was sagt da deine Frau dazu? Ich weiß nichts. Entschuldigung, wie ist der Sprint ausgegangen? Wappler. Gerry, wer ist denn, hä? Ich hab eigentlich versprochen, dass ich es niemandem sag. Kennis? Klar. Von wo? Na, aus der Pfarr. Echt? Okay. Was? Wer denn? Na, kennst du es eh, die Schöbinger. Die Evelyn? Ja. Evelyn, pass auf! In der Hüfte, Trudel. Mehr kreisen, schau.
Na, wird schon. Du hast ja dein Horoskop schon gelesen? Na, was steht bei dir? Nein. Liebgewordene Gewohnheiten werden Ihnen zum Verhängnis. Was? Gefängnis? Verhängnis. Edwin, du bist ja eh gewöhnt, dass er da aufstürzt, oder? Draufbleiben. Was ist? Ich wollte heute nicht kommen. Zum Friseur muss ich auch noch. Gibst du auf? Was hast du denn da für einen Schädel mit? Das siehst du doch eh. Das ist der Kopf von Mischa. Ja, das wird im Mai, hat der geschnast. Ja, und? Außerdurlich. Immer noch besser, er setzt sich einen Eisbeinschädel auf, als er wird mir drogensüchtig. Hallo, Schatzi. Herr Kratzl. Frau Trude. Hallo, Gerry. Herr Kratzl. Herr Kratzl, ich würde sagen, es bleibt dabei, wie verabredet, um 18 Uhr bei mir. Und vergessen Sie den Schlauch nicht. Er repariert mein Radl. Ach so? Kaufst du eins? Auf Wiedersehen, Herr Kratzl. Moment, Herr Kratzl. Bitte, das ist eine Aufmerksamkeit für Sie und das ist für die Gattin. Danke. Ah, grüß Gott. Grüß euch. Aufschließen da hinten. Michaela? Was ist denn? Bitte, ich blut da. Was, wo? Na, da. Um Gottes Willen. Was ist los? Bitte schleich dich. Die Beatrix hat sich geschnitten. Sag einmal, hast du da schon einmal geblutet? Nein, nie. Ja, bitte, das ist sicher mit der Verklosche am Gesicht auf der Wiesn, die gespritzte, bitte. So, pass auf, ich gehe jetzt mit der Beatrix ganz geschwind ein Pflaster holen und ihr seid ganz ruhig und wartet da, ja? Ein Pflaster, bitte. Ich muss sicher voll gnad werden. Voll, ja. Nein. Was heißt denn nein? Die Marlon blierten immer bei Vollmond. Ja, dann bitte ein bisschen goschert, he? Hey, Freunde, soll ich die urgeilen Disketten zeigen? Was hast du für ein Spiel? Was hat der Umkrieg? Hast du Gestapo, ha? Nö, was willst du mit den Kindern rein? Ich bin ur-mega-porno. Ja, geh schlecht. Jetzt sagen wir es ja beim Fenster. Seine Hände nicht da. Oh ja, klar. Okay, bitte, alles drücke ich nicht. Bitte, bitte. Schüttel da. Ja. Willst du den Porno live sehen? Ja, der ist voll arg, ja. Ja, komm mit. Ja, komm klar. Da steckt der Willi auf. Super. Komm schnell. Sagt Rodo? Ja. Hast du zugenommen? Findest? Na, mir scheint, du lässt dich ein bisschen gehen in letzter Zeit. Was? Du meinst figürlich? Hm. Geh. Grüß Gott. Oh, sterrig. Nein? Na fein. Sehr schön. Na, wird das was beim Vergrenzchen? Ja, es wird reichen. Sehr schön. Sie könnten mir da vielleicht noch einen kleinen Gefallen tun. Wenn Sie sich vielleicht ein bisschen in Positur stellen könnten. Ja, eine kleine Ankündigung fürs Pablat. Wir sind ja schon umgezogen, Herr Pfarrer. Du musst nicht ins Pablat. Na gut. Oh, sehr schön, sehr schön. Oh, mein Gott. Sehr schön, sehr schön. Oh, bitte, das ist ein Wahnsinn. Voll geil. Ja, die Blatt ist ja super, gell? Ja, super, ja. Bitte, ohne BH. Kleidi, lass mich einmal. Ja, geh bitte, jetzt sei nicht so gemein, jetzt lass mich da einmal. Auf, schnell, Fensterblatt, Schneckerbach.
Jetzt macht es der Hammer immer der Mutter. Die macht noch ganz andere Sachen. Gelbe Sicherheitsmarkierung, zurücktreten bitte, Zug fährt ein. Grüßka, grüß dich, Frau Busbeschädlich. Pfarrer hat eh Aktion dagegen angekündigt. Ja, ja. Die Ausländer sind heute schon überall. So, Frau Neugebauer, wenn Sie jetzt bitte mitkommen. Grüß du. Weißt du, für die Frau Trude die klassische Muttertagswelle. Moment bitte. Frau Habitzl, ich finde, es wäre mal Zeit für eine kleine Veränderung. Womöglich blond. Ist halt ein bisschen süßlich. Dank sei Gott dem Herrn. Und natürlich auch unserer Chorleiterin, Frau Evelyn Schäbinger, die diese rhythmischen Klänge aus Kenia mitgebracht und mit unserem Kirchenchor einstudiert hat. Lasset uns nun auf Mariens Fürsprache hoffen und Gottes Erbarmen erflehen. Es ist alles nicht wahr. Langsam wird mir das klar. Na, 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 es ist alles nicht wahr. Wenn einer oben steht und eine Rede hält und groß erzählt, was er alles ändern wollt, dann weiß ich genau. Schau mal bitte. Weil es wird voll ein blaues, Alter. Darf ich mal mit dem Radl fahren, bitte? Weg mit den Schweißfingern, das raus. Was ist, was ist das geht? Sicher. Wenn da nichts Geiles um ist, ja, dann gefreut dich auf morgen, Neugebauer. Morgen kann ich aber nicht, das ist Muttertag. Und? Auf Muttertag wird schießen. Es ist alles nicht wahr. Langsam wird mir das klar. Na, 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 es ist alles nicht wahr. Einigen ist dieses Geschenk noch nicht zuteil geworden. Gib ihnen die Kraft, sich breit zu machen für die Empfängnis, aus der der Keim des Lebens entsprießt. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich, erhöre uns.
bitte! Von Gere hört man ja schöne Sachen. So? Was denn? Jetzt passt nicht, du tust nicht so scheinheilig, ja? Er hat mir alles gebeichtet, du Triebmensch. Na und? Was heißt und? Sag einmal. Heißt Edwin, du bist dran. O Herr, vielen ist ihre leibliche Mutter schon von ihnen gegangen. Als Ersatz dafür ist mir eine Gattin beschert worden. Gib mir, ihr die Kraft, ihre Bestimmung mit aller Liebe und Sauberkeit zu erfüllen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich, erhöre uns. Ja, bitte! Sag einmal, du treibst es ja mit jedem. Jetzt bitte, Edwin, ich bin ja doch keine Rechenschaft schuldig. Das war doch nichts mit uns. Sag einmal, weißt du, was du mir am Einkehrwochenende im Bett alles ins Ohr geflüstert hast? Du geiles Fickfroscherl, du hast gesagt. Weißt du es nicht mehr? Hast du schon mal einem Frosch zugeschaut, Edwin? Sehr super. Hast du was gesagt, Edwin? Grüße! Bitte? Bitte nicht schon wieder. Der lieben Mutter. Was? Ich fühle mich auf der Post voll mischen. Nein, nein, das ist nicht meine Stadt. Ich müsste da kennen. Du willst dich, Hase, wir haben nur die falsche Ausfahrt erwischt. Du bist ein bisschen dumm, ein Architekt. Vorhin, Herr Bürgermeister? Ist mir wurscht. Von mir aus fahrt's nach. Fahrt's nach Kuba. Von mir aus. Aber um 10 Uhr muss ich bei der Mama sein. Ich weiß nicht. Oh ja, ein bisschen ähnlich schaut's ja schon. Nein. Geh mal. Stimmung!
Wir warten vor Kaffee. Ich bleibe in der Nähe. Hast Mischa, wenn der Papa sieht, dass du schon wieder nicht da bist, kriegst du wieder deine Watschen. Wurscht. Grüß, Frau Selpacek. So ist Muttertag. Muttertag. Naja, wem's gefällt. Schönen Sonntag zu wünschen. Meine Frau ist in etwa diese Größe. Was würden Sie mir empfehlen? Sind die frisch? Ja, der Frau. Seht den Bastner. Ich mein, doch, der Mutter, da geht's schießen. Ich war der Porno. Na, sehr gut. Wie heißt's man denn? Komm mal mit. Mitkriegt? Irgendwas mit einem Frosch? Na, was für ein Frosch? Na, Goschel. Nix Goschel, Fickfrosch, ich hab's genau gehört. Na, gibt's schon Kaffee? Mhm. Frisches. Also, Edwin, ich darf lieber drin feiern. Wir können aber das Muttertagsgeschenk drinnen nicht aufstellen. Das haben wir schon alles besprochen. Ach so. Da hol ich mir eh wieder was, wenn's schon zirkt. Da hätt's mich ja im Heim auch gleich lassen können. Papa, du warst noch nie in einem Heim. Aber in Gefangenschaft, mein lieber Freund. In Französischer im Ersten und in Russischer im Zweiten. Franzosen waren um nichts besser. Gefraster. Edwin, tust du mir mein Sessel ausstellen? Ich kann schon nicht mehr stehen bei dem Wind. Es geht überhaupt kein Wind. Das wäre ja nicht so ganz. Meine Knie! Du bist halt wieder eine Nervensäge! Ach, ich danke dir schön, Edwin. Ich danke dir wirklich. Das ist ganz lieb. Edwin, ich kann mir ja nicht allein aufstehen. Was war denn da so schräg, Herrchen? Ja. Das wirst du mehr. Schräg. Ja, jetzt. Yes. Warte, da wird los. Nein, Opa, die Hülle bleibt oben. Jetzt haben wir aber nur die Hülle oben da. Die bleibt da oben, du trennst sowieso immer noch alles an. Ach so. Ja. Ja, was ist denn das? Ha? Das Muttertagsgeschenk, das siehst du doch. Ach so. Wer hat denn Geburtstag? Niemand! Na, dir wird's aber gefreien. Adosche her. Na, wart. Na, wart. Au! Au! Schwer, wiederholen wir den Zeitungsraum.
schwer beobachtet. Ja. Anzeige. Geh mal, geh mal. Da flattert jeden Sonntag die Zeitung. Ja. Und das tut's nix. Hallo? Hallo? Ja. Sind Sie eh noch da? Mich wundert's nicht. Und die ganze Stadtflöre. Was ist losgefahren? Der Schwalber. Was will er? Schwer. Das Übliche. Eine Anzeige. Zeitungsraub. Und wer ist das? Sagt er nicht. Oder da? Werden wir gleich haben. Freund der Blasmusik, hörst du den Lärm im Nebenzimmer? Ja, eben. Das ist der Wachtmeister Beretz. Der ist nicht so lieb wie wir zwei. Aber wir können ihn gern hereinholen, wenn du mit uns nicht reden willst. Ja, bitte, Papa, kannst du mir da mal helfen? Du, ich kann nicht auf. Die Hülle ist ja schon rutschig. Was bleib sitzen, ich geh schon. Das ist ja super. Nein, bitte, der Mischer ist nicht zu Hause. Ja, das wissen wir eh. Was? Das ist ja da bei uns. Wieso fragen Sie mich dann überhaupt, Herz? Das ist ja wirklich eine Frechheit, bitte. Hallo, wer spricht? Ja, natürlich, Herr Inspektor. Ja, sofort, Herr Inspektor, ja. Entschuldigung. Ja, danke. Ich hab's ja mir gesagt. Ja, wow. Jepper, hey. Gerry. Der Tier. Na, pfu. Na, pfu. Okay. Sorry, Schäfer, aber es muss sein. Gut, Jack. Ah, Hedwin, du bist das. Du, es ist jetzt gerade nicht günstig. Ah, da schau her, der Herr Sohn macht Schwierigkeiten. Der Gerry wird schon richten, gell? Ja, gleich. Für dich. Ah, Wappler. Was ist denn jetzt? Ich schieb da gerade ein. Ah, Mausile. Du bist das. Ah, wissen Sie weder bei dir? Du, was der Impfitz tun, ja? Stress, ja. Ja, du, ich ruf dich zurück. Ich muss in den Dienst wegen einer Anzeige, gell? Für dich. Ich ruf dich zurück, ja. Baba, ciao. Ja. Du, Schatzl, ich muss aber jetzt wirklich gehen. Nein, nicht im Ernst. Also, Trude, die war doch immer so korrekt. Mit dem Sporbierchen zum Beispiel. Na, was weiß man vielleicht? Ja, aber wenn sie es ist, muss man ihr das Vertrauen entziehen. Sie kommt. So. Also, der Kaffee ist wirklich röstfrisch. Und das Aroma. Der Eierlikör ist halt ein bisschen zu süß. Den sollte man ja gar nicht mehr trinken. Na, jetzt, wo es die vielen Salmonellen gibt. Ja, Salmonellen sind ja wirklich was Wunderbares. Ja, besonders wenn sie ganz frisch sind. Tag, die Damen. Gehen wir mal raus. In Gottes Namen bringen wir es hinter uns. Ein Sträußchen und ein Gedicht. Ich hab dich lieb. Mehr weiß ich nicht. Alles Gute, Mama. Ja, ich komm dann eh. Weihnachten. Vierti. Schau, dass du weiterkommst und lass dich nicht mehr erwischen. Danke. Abschied. Grüß Gott. Ich krieg 1 Kilo Faschiertes, aber ohne Knochen, bitte. Haben wir heute leider nur mehr mit Knochen, gnädigste. Danke. Wiedersehen. Ja! Ah! Papa! Hilfe! Sehr super. Scheidet frech!
Papa, ist das der Tisch für die Mama? Das hilfst mir bitte. Du musst mir aber was versprechen. Groß, dass der Mama nichts von der Polizei verrutscht. Nein, okay. Du sei froh, dass heute Muttertag ist. Ja. Na, wurscht. Nicht wurscht. So. Du deckst mit dem Opa den Tisch, richtest den Griller her und ordentlich, dass das was gleich schaut, ja? Ja. Na, nicht ja, das ist ein Freudentag für deine Mutter und uns alle, ja? So. In 10 Minuten komme ich mit der Mama. Und dein Kopf räumst auch weg. Das ist aber nicht mein Kopf. Haben wir Besuch? Was ist mit meinem Burm? Geh her mit dem Opa, geh da. Was ist denn da? Ist er ja, geh her, du. Komm her. Oh, geh her, du. Jusses, jusses, jo, war so fürchten, du, dass ich geh. Hast du denn Hunger, ne? Geh her, wenn der Opa gibt, dann musst du schon her. Sitz, Mutter. Jo, sitz ich. Du kannst deine Frische auch essen. Das sind aber innen noch Kerle, gell? Da müssen wir zuerst einmal die Alten essen, gell? So haben wir es auch nicht, gell? Geh her. Musst du mal jetzt am Essen kordieren, gell? Da haben wir es immer gut, ja. Das ist mir auch. Sag nur Porno, Herr Inspektor. Kinderporno. Lärmterror und die Frau ist die gesuchte Diebin. Das Maß ist voll. Danke, Herr Schwalbach. Wird sofort erledigt. Komm, ist ja eine Tadesgasse. Momentl. Gerry, für die. Eine Dame. Hallo, Schatzi. Du hast das Spielzeug vergessen. Mhm. Ich bring das vorbei. Ach so. Ja, dann werde ich inzwischen die Anrufe aus dem Waldviertel entgegennehmen. Bis morgen, Bussi. Aber nicht kurz. Drei Blumenstreis. Schnell. Ja, die passen Sie auf, da was ist da? Na, gib es her, die ist es. Was? Na, was gib her da? Der Apfelbaum muss Äpfel tragen. Sind das schwer, aber im Herbst, da darf er sagen, mag nicht mehr. Und abgenommen wird sie ihm, die Last. Halbes Jahr der Ruhe und Rast. Mutter. Er ist kaum so gut als wie ein Apfelbaum. Grüß euch. Sag einmal, seid ihr vollkommen deppert worden? Wo ist denn der Papa? Wieso bist denn du schon da? Wieso nicht? Wegen der Überraschung. Der Edwin holt noch die Trudel an. Papa, ich bin schon da.
Ach so. Jetzt hätte ich bei Nonne Kate mit der gleichen Böse haben. Sag mal, ich weiß nicht, seid ihr vollkommen narrisch geworden? Na bitte, was soll das? Das ist eine Überraschung. Was, ein Loch in mein Tischtürchen? Na, danke schön, sag ich da. Der Papa wird sich schon ärgern, dass du schon gesehen hast. Was? Gar nichts wird er sich. Pass auf, Mischa, du holst die Pappen, ja? Ist mir wohl. Na sehr super. Herr Christ ist natürlich noch immer nicht fertig. Was habt ihr jetzt gemacht? Nasen fort! Sag mal, wo ist schon die Trudel jetzt hingegangen? Ich hab's verfehlt, es kommt sicher zu Fuß her. Gib bitte, für was hab ich das Auto waschen lassen? Mit Innenreinigung auch noch. Oh, das ist. Achtung, so. So, Papa. Da, na, nimm. Das ist mit der Trudelaufstellung. Komm, Opa, sterf! Meine liebe Trude, Mutter, Mama, Ehefrau, Schwiegertochter, Kurzgattin. So wie jedes Jahr möchten dir wir dir. Liebe Mutti, wieder danken für alles, was uns so wichtig ist an dir. Sei es jetzt der Haushalt oder die Familie. Trudel, wir danken dir. Edwin. Wir werden nie gewaschen und meistens nicht gekämmt. Also, wir werden nicht gewaschen und meistens nicht gekämmt. Wir werden nie gewaschen und meistens nie gekämmt. Wir hätten die Sack, die. Die Strümpfe hätten Löcher und schmutzig wäre das Hemd. Und schmutzig wäre das Hemd. Wir essen Fisch mit Honig und Blumenkohl mit Zimt. Also Kaffeeol. Kaffeeol mit Zimt. Wenn du nicht täglich sorgtest. Was alles glaubt und stimmt. Und sind wir dir, Omuti? Mama, ach, mach mal eine Last. Was wärst du ohne Kinder? Was tätst du ohne Kinder? Sei froh, dass du uns hast. Sehr schön, Michi. Danke. Und als wirklich kleines Präsent, etwas, was wir uns ja alle schon sehr, sehr lange gewünscht haben. Geht's weg. Hier ist das doch schon her. Edwin, ein so ein schöner Campingtisch. Da schaust, gell? Ja, na, bequem ist auch. Herr Satz, ihr gescheit Kinder, gar so viel Geld ausgeben für mich. Trudel, für dich ist uns nichts zu teuer. Da haben wir unser ganzes Sparbuch geplündert. Ja, genau. Schau, Mama, das ist von mir. Von Mischa. Gepuppe, du hast da eh so wenig Taschengeld. Was ist denn das? Mischa, ist das was Tolles. Komm, magst du es nicht gleich ausprobieren bei den Koteletts? Oh ja, na freilich, wo schalten wir denn das ein? Das ist ganz einfach. Kommt ja nicht in Frage, heute kochen wir, die Mama hat heute Feiertag. Geht's Herr Neugebauer, wenn Sie es eh nicht brauchen, geben Sie mir's. Edwin, bitte, das ist mein Messer. Die Koteletts sind so zart. Papa. Danke, dauert nicht lang. Ja, ist ja Muttertag. Bitteschön, vorsichtig mit den Blumen, damit sie sich leiden, gell? Anschnallen, wir fahren Autobahn. Das ist ein Skandal. Hilde, bitte steig aus. Hilde, keine Debatte. Komm, steig aus. Muttertagsausflug ist gestrichen. Bitte sehr. Ja, schau her. Ich hätte eher schon einen Appetit. Warte, ich nehme da vielleicht ein Würstchen weg, gell? Ja, Papa, bitte. Oh. Hallo, Evelyn! Ui, ist was passiert? Nein,
ist eh nix. Geh, komm rauf, ich geb dir ein Pflaster. Und nimm dir eine Zeitung mit. Na gut. Warte, dann ein bisschen grillen auf der Terrasse. Das wird sicher sehr nett. Trudel, was ist denn? Nix, nur die Schöminger Evelyn. Die kommt einen Sprung zu uns. Das ist aber doch nicht am Muttertag. Ich brauch's auch nicht unbedingt. Das, du bist ganz ruhig. Bitte, das ist mein Tag heute. Nein, meine liebe Trude, es ist auch unser Tag. Außerdem haben wir viel zu wenig Kotlets. Ja, genau. Also, man muss sich direkt genieren für euch. Alter, also ich verzichte gern auf mein Kotlets. Ich kann sie eh nicht beißen. Sag einmal, bist du vollkommen deppert worden? Aber du isst dein Kotlets, sonst hab ich dich. Na, so ist es das Gescheiteste bei dem Wien. Was? Der lieben Mutter. Servus. Super, die Frisur. Echt originell. Hübsch, gell? Geh, komm rein, wir haben eh viel zu viel zum Essen. Schatz, bin ich euch da drin? Grüß Gott. Jo, hallo, wem haben wir denn da? Darf ich dir vorstellen, das ist mein Schwiegervater, den kennst du ja noch nicht? Das ist die Schöbinger Evelyn. Grüß Gott. Wir kennen uns eh von der Post-Oppi, gell? Ja, da waren wir aber noch jünger, was? Also, auch ich gratuliere von ganzem Herzen. Danke. Sehr lieb ist das, Papa. Du hast. Doch, scheuer, ich muss. Komm. Edwin. Edwin! Grüß Gott, Frau Schöbinger. Hallo, Herr Neugebauer. Mischa! Skat. Ah, Mischa, hallo. Na, Evelyn, was sagst du zu meinem Muttertagsgeschenk, ha? Entzückend. Nimm doch Platz. Magst du vielleicht einen Martini? Ja, gern. Soll ich noch einen machen? Du, danke, sind eh zwei da. Danke. Prost. Das ist ein Muttertag. Mama, du saust doch nicht in deinen jungen Beinen. Mama, es wird das Schicksal wieder euch vereinen. Er wird es nie vergessen, was er an dir hat besessen. Dass es auf Erden nur eine gibt, die ihn so heiß hat geliebt. Yeah, Mama, und bring das Leben ihm auf Tränen und Kummer und Schmerz. Dann denkt er nur an dich, es betet ja für ihn, Mama, dein Herz. Tage der Jugend. Ich hol dir einen Döller und ein Besteck. Nein, warte, Hüfte. Du bleibst. Was machst du? Du hast doch überhaupt nichts verloren. Bitte, Edwin, was? Ja, das hat sich ausgeedwind. Du wirst jetzt stillschweigend auf die kürzesten Weg den Balkon verlassen. Bitte, ja. Hörst du jetzt auf? Da pfeift irgendwas. Edwin, sofort gibst du mir mein Hörgerät zurück, oder ich sag's. Was sagst du? Alles. Ja, du bist... Was hast denn? Nix. Prost! Prost! Super! Boah! Jack! Boah! Scheiße! Willi! Willi! Geh, was machst du denn? Geh los, Jam! Der schläft, der Willi! Bitte, ich sag's gleich, ich hab mich nicht auf ihm draufgesetzt, ja? Ich war's nicht. Papa, Papa, der Opa hat den Willi tot gemacht. Ja, das ist he. Schlaft der Willi? Opa, du Sau! Mischa, Sau sagt man nicht. Nicht einmal zum Opa. Wie viel
Fräulein, komm her, mir ist so mutig. Schau, der Willi, der war doch nicht mehr der Jüngste, ha? Puppi, der sitzt jetzt ganz hoch oben im Meerschweindelhimmel. Nein. Oh ja, schau, der passt auf dich auf und das ist dein Schutzengel. Die Puppelein, die Mutti schenkt einen neuen. Ha? Du magst einen Hamster? Nein, der Obermann. Ja, aber nur über mein Leicht, gell? Mama. Was ist denn jetzt mit Willi? Du stell dich jetzt ja nicht blöd, Papa, ja? Da hätte ich mich aber gleich im Heim anlassen können. Könnte bitte jemand so nett sein und mir den Willi vom neuen Tisch nehmen? Ich trau mich nicht wegen einem Leichengift. Ich geh sowieso, ich nehme ihn hier mit. Okay. Nein, ich tue ihm schon weg. Wie ist das noch? Haben wir Besuch? Die merken das eh nicht. Komm, Evelyn, ich sag dir was. Pauli! Und da kommen dann die braunen Deckvorhänge her. Was die erst tätig wegen dem Bügel, ne? Du Trudel, sei mir nicht besser, weil ich muss jetzt gehen. Na, bitte nicht. Evelyn, ich bitte, ich bleib da, wer weiß, was denen heute noch alles einfällt, ha? Bitte. Ich schau, die Sonne kommt ja auch schon wieder durch. Von mir aus Trudel, die jetzt lieber, wenn du mal lang. Ich hab das Sauwetter eh schon nicht mehr ausgehalten. Es habt ihr ja auch Pech gehabt, gell? Am Einkehrwochenende mit dem Wetter. Mhm. Was mir der Edwin erzählt hat. Was hab ich? Ah, nix, wir reden da gerade vom Einkehrwochenende. Ich wollte eh gern mitkommen, aber weißt du, immer Migräne. Ah. Hast nix versäumt. Das sind doch noch mehr Hitze, die Hütten oben, was? Sagt sie mir, habt ihr kein anderes Thema? Na, wieso? Das interessiert doch niemanden, das Einkehrwochenende! Oder willst du mich quälen? Bitte, Edwin. Du tust mich nicht vor meiner Familie! Edwin, was ist denn? Ist eh schon alles wurscht. Bitte, Edwin, reiß dich zusammen. Macht's, was wollt. Darfst mich steinigen. Edwin! Ja, es ist halt passiert. Ich hab was getrunken. Bitte, Gorschen, es kann doch an jedem einmal passieren. Also, dir ist das auch noch wurscht. Bitte, Edwin, du machst aus einer Mücke einen Elefanten. Noch einen Elefanten? Du machst einen Trottel aus mir! Verführt hat sie mich im Suff. Was super, der Papa hat was mit der Schöbinger. Was ist denn das für Muttertag? Ja, umgebracht. Stellen Sie noch vor, umgebracht. Umgebracht. Natürlich möchte ich Anzeige machen, ja. Was sagen Sie mal? Ernsthaft? Was denn jetzt schon wieder? Jetzt behauptet er noch, dass wir ihn umgebracht haben. Was? Am Mord? Beim Neugebauer? Bitte, ich trau, das war überhaupt nichts. Sag einmal, wie kannst du mir sowas antun? Was heißt dir? Mir? Es war nichts. Bitte, Trudel, wir haben halt ein bisschen was getrunken und dann ist das alles irgendwie angerutscht. Wo bin ich angerutscht? Jetzt reißt sich zusammen und redet nicht so von einem Kind. Geschwind jetzt. Was? Wer redet von einem Kind? Evelyn! Bitte, der Mischa ist doch kein Baby mehr. Du, pass einmal auf, ja? Ich kenn meinen Buben. Ja, ja. Wisst ihr, was bei mir gemacht hat? So. Oh, was Mischa. Hab ich? Was hat's? Das ist der Dank dafür, dass ihr da die Stangen gehalten habt. Du bist ja krank im Hirn. Verführung Minderjähriger? Du gehörst ja anzeigen. Ja, auf das wäre ich warten. Ich gehe jetzt. Du bleibst. Drum ruf die Polizei. Ja. Opa, da ist jetzt überhaupt nichts komisch. Papa, schau. Die Mama ist in der Zeitung. Das ist die Trudel, gell? Die, wenn das der überhaupt nicht weiß. Da bleibst. Trudel, leg auf! Ich buchstabier's Ihnen, ja? Nordpol, Emil, Ulrich. Leg sofort auf. Nein, mein Lieber, das wird jetzt durchgezogen. Danke für Ihren Anruf, es hat sich erübrigt. Trudel? Ich hätte dann aber wirklich keinen Appetit, du. Das bin nicht ich. Ich hab doch eine ganz andere Frisur.
Klar bist du's. Lieg nicht. Das ganze teure Klumpert im Kosten. Ich verstehe das nicht. Bis jetzt ist nie was passiert. Was hast du bis jetzt? Sag einmal, ist es dein Hobby oder was? Entschuldige, du gehst doch auch immer zum Fliegen. Da schießt sich aber keiner dabei. Was super, die Mama hat wieder geschossen. Ich geniere mich für dich. Ladendiebin, wie das schon klingt. Du kannst doch eh alles haben von mir. Es geht dir doch nicht schlecht bei mir, oder? Stöhn geht's. Es muss doch niemand hungern bei uns. Ich aber schon. Du bist an allem schuld. Jetzt pass mal auf, Edwin, ja? Was heißt pass auf? Du mischst dich da jetzt überhaupt nicht ein, ja? Heißt, ich hab mich nicht eingemischt. Ihr habt's mich eingemischt. Und jetzt reicht's mir. Ich geh. Verschwind nur, ich so's eh lieber. Komm, verschwind! Papa, die verraten uns bei der Polizei. Wer ist das jetzt wieder? Ich glaube, es hat Kleid. Wer ist? Glauben Sie nicht, dass es gerade jetzt an der Zeit wäre, Ihr Leben neu zu überdenken? Evelyn, du wirst doch nichts sagen. Irgendwann erwischen sie sowieso. So, Evelyn, wir tun jetzt nicht lang um, gell? Was kostet's? Genau, bestichen. Du bist ruhig. Sag schon, wie viel, hä? Bitte? Gib's zu, du bist mein Persianer. Ich nehm ihn nach. Ich will überhaupt nichts außer gehen. Jo. Ihr seid ja alle völlig. Ja. Völlig irre seid ihr. Lass mich aus! Du bist jetzt ganz ruhig, gell? Mischa. Ich hol die Sparbüchlein aus dem Schlafzimmer. Super. Evelyn, bitte. Papa, da sind keine Sparbüchlein. Was? Ich hab's Sparbuch. Sag einmal, bist du vollkommen deppert worden? Wo ist das zweite? Da muss ich mir noch was überlegen. Was? Ja, es braucht das Geld ja sowieso nicht. Ich habe es den Tieren gespendet. Ja, bitte, du! Da fällt ja wirklich auf alle Ecken. Die Frau Evelyn war so nett und hat mir noch beim Überweisen geholfen. Mein Citybag. Du hast unser Familienglück zerstört. Und was hast du mit unserem Geld gemacht? Ihr seid ja krank! Hilfe! Ihr könnt sie eingesperrt, alle! Ihr seid sie immer zurück, ihr könnt sie nach Hause! Moment! Aue! Da hat's was. Um Gottes Willen. Ich sag's gleich bitte, ich war's nicht, ja? Fuck. Bitte mal, das wär's nicht. Sag's einmal, Frau Schmidt, was ist denn da oben los? Kevin, bitte tu doch was, ich kann das nicht sehen. Was denn? Ich war's nicht.
Ich liebe dich. Ordnung, Polizei! Tschum, komm! Ich glaube eher, dass das Tier beim Balancieren am Balkongeländer umgekehrt zu Tode gestürzt ist. Ja. Na, Moment bitte, so war das aber nicht, ja? Sie müssen sich nicht einer anzahlen, ja? Na, und wie ist das wegen der Zeitung? Gehen Sie nach Hause und halten Sie zur Verfügung. Also, Beileid, Herr Neugebauer. Ja, ebenfalls. Danke. Du bist schon Schmied. Du hast ja Runde bei der nächsten Clubmeisterschaft, gell? Fehle mich. Los seid's beide, feiert's nicht so viel. Frau Trude. Vierte. Get ready. Wanna party? Seit heute Morgen ist mir klar. Ich weiß nicht mehr, wo ich gestern war. Sicher ist, ich gehe heute wieder hin. Weil ich dort jeden Abend bin. Tag für Tag, bevor die Stadt erwacht, zieh ich meine Spur zum Rand der Nacht. Hey, kein Weg zurück, wer jagt, gewinnt. Mein Platz ist, wo die wilden Kinder sind. Ich will schon das Buch sagen, gell? Hey, der Mond ist aufgegangen. Die goldenen Sternlein prangen. Das ist halt eine Familie, die Neugebauers. Ja, aber auch ersetzt den Opa im Heim haben. Das, was ich immer sag. Es genügt oft einer und die ganze Harmonie ist gestört. Genau. Wenn ich an die Schöbinger Evelyn denk. Na, da hat die Polizei ja wirklich ordentlich versorgt. Wo die jetzt wohl ist? Na, in Kenia wahrscheinlich. Bei ihren Negern. Das kann sich die auch leisten. Mit unserem Sportbüchel. Du Rudel, Spazi, ich mag nicht mehr. Ich bin schon miert. Grüß dich. Na, hat's geschmeckt? Bisschen süßlich war's. Ja, na wissen Sie, das kommt vom Einfrieren. Du, ich hab gut die Knochen in Willi. Ich danke im Namen aller für die großzügige Spende. Wirklich köstlich. Ja, danke. Bitte. Keine Ursache. Prost. Keine Ursache. Prost. Ist da eh noch frei? Prost, Spazier.
Prost. Prost. Esst ihr gar nichts? Na, danke. Wir haben den ganzen Tag vorbereitet. Da hat man keinen Appetit mehr. Grüß Gott. Sehr schön. Sehr schön. Und da sieht man wieder mit aller Deutlichkeit, groß braucht sie nicht sein, die Gemeinde, aber fest gefickt in Glaube und Verständnis. Prost. 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 Wahlzeit. Prost. Es wird alles gut, wir fassen neuen Mut und gehen einfach fort von hier. Ich hab endlich Ruhe, mach die Augen zu und seh es schon vor mir. Es ist Sommer, heißer Sommer, bunte Segel treibt der Wind zu der Insel. Sir? Danke, Sir. Junger Mann? Sir? Das Bier ist warm. Geht's mit dem Heim auch gleich los können. Aber Opa, never been in Heim. Aber in Gefangenschaft. In Französischer im Ersten und in Russischer im Zweiten Weltkrieg. Also, Schwänzgalopp. Hinter die gelbe Sicherheitsmarkierung zurücktreten, bitte. Zug fährt ab. Herr Kratzl. Bitte schauen. Das ist ja super. Herr Kratzl. Wir sind jetzt wieder ganz brav da hinten, ja? Na und, was ist mit dem Absender? Ich war stehen. Danke sei Gott dem Herrn.